Müde Beine, aber auch die Wampe von Giesing, Sascha Mölders, heute gegen Freiburg dabei. Das legendäre Stadion an der Grünwalder Straße gut gefüllt. Freiburg will sich weiter in der Liga etablieren, die Münchner Löwen am liebsten ihren Pokalerfolg versilbern. Die Münchner in Blau-Weiß, schnell und motiviert im Spiel mit Stefan Lex. Und sofort ist er da, Sascha Mölders. Erste Gelegenheit natürlich durch den 36-Jährigen. Gute Vorarbeit, Lex. Viel fehlte nicht an Saisontor Nummer 4. Freiburg zu Beginn sehr abwartend. Der Respekt spürbar. Die Löwen mit viel Drang und mit Sascha Mölders. Viel Hohn musste er einstecken in den letzten Wochen. Übergewicht, zu viele Weißwürste, zu viel Weißbier. Mölders, ein Original, der auch im hohen Fußballalter seine Leistung bringt. Auch mit einer kleinen Plauze. Freiburg immer noch nicht in der Partie angekommen. Eine gute Viertelstunde ist rum. Freiburg klärt. Denkste. Die 60er pressen früh. Dennis Dressel auf Stefan Lex. Tor 1860. Klasse gespielt, der Münchner. Ein Pass in die Schnittstelle reicht und die Freiburger sind bezwungen. Der Fehler Freiburg und dann der Pass von Dressel. Stefan Lex, der Torschütze in der 17. Minute, sein erstes Saisontor und das absolut verdient. Danach zum ersten Mal auch die Breisgauer Richtung Gegnertor. Ein sehr ängstlicher Auftritt bisher. Emilio Kehrer versucht es. Die Löwen aber stabil. Und da kommt noch mal Enzo Leopold aus der Entfernung. Gut, aber nicht gut genug. Das Team von Trainer Thomas Stamm nach dieser Gelegenheit ein bisschen wacher und mutiger. Robert Wagner im Zusammenspiel mit Sascha Risch. Wieder Wagner. Freiburg spielt das gut, da kommt Enzo Leopold mit der Chance zum Ausgleich. Lange hat es gedauert, genauer gesagt 26 Minuten. Freiburg jetzt aber etwas freier, endlich mal eine Gelegenheit zu treffen. Aber die Löwen blieben das bessere Team. Viel geht über die rechte Seite. Das ist Yannick Deichmann, guter Ball, Biancardi, Glück für Freiburg, dass Merwil Biancardi den Ball nicht richtig trifft. Nächste gute Gelegenheit für 1860 München. Die Löwen fit, von müden Beinen bislang nicht zu sehen. Wieder über rechts, wieder Deichmann. Stefan Lex und wer wartet hier natürlich? Sascha Mölders. Die Wampe von Giesing hat wieder zugeschlagen. Das 2:0. 42 Minuten sind rum. Die Löwen sehr effizient. Sie nutzen ihre Möglichkeiten. Das Stadion an der Grünweiner Straße zu Recht aus dem Häuschen. Auch nach dem Schalke-Spiel eine tolle Leistung. Der starke Deichmann und das gute Auge von Stefan Lex helfen beim 2:0. Mölders mit seinem 5. Saisontor. Mannschaft und Fans der Löwen zufrieden. Sascha Mölders und sein Team gehen mit einer verdienten Führung in die Pause. Die zweite Hälfte. Freiburg hat sich mittlerweile wieder komplett zurückgezogen, macht gar nichts mehr nach vorne. Die Löwen hochkonzentriert und motiviert, sofort wieder da. Sie spielen richtig guten Fußball. Deichmann mit der Möglichkeit. Freiburg völlig überfordert. Das 3:0 knapp verfehlt. Die Löwen mittlerweile fast wie in einem kleinen Rausch. 1860 München zieht sich keinesfalls zurück, im Gegenteil. Fabian Greilinger, das 3:0, 56. Minute. Ganz einfacher Fußball reicht den Löwen jetzt zum Tore schießen. Fabian Greilinger und Sascha Mölders hebeln zu zweit die Freiburger Abwehr aus. Greilinger freut sich zurecht über sein erstes Saisontor. Kurz danach Ecke für München. Und wieder schlägt der Ball im Freiburger Tor ein. Schlussmann Noah Atubulo kann einem schon leid tun.
Torschütze diesmal Stefan Lex. Die Löwen haushoch überlegen. Das 4:0 nach 58 Minuten. Freiburg längst geschlagen, Stefan Lex mit dem Doppelpack. Tore leicht gemacht vom Sportclub aus Freiburg. Was machen eigentlich die Breisgauer? Viel zu mutlos über die gesamte Spielzeit, langsam im Spielaufbau. Bis zum 16er teilweise sogar ganz den anzuschauen, aber kaum Abschlüsse, geschweige denn Torchancen. So wird es schwer, Punkte zu holen. Die Löwen hingegen immer noch im Offensivdrang. Auch bei Standards gefährlich. Ecke Wein. Tor Bär, das 5:0. 20 Minuten vor dem Ende. Babygrüße des Torschützen, Frust in Freiburg. Die Münchner immer einen Tick schneller als ihre Gegner. Die Freiburger Nummer 20, Kenneth Schmidt, ganz nah dran an Marcel Bär. Dennoch fällt das Tor. Und es ist immer noch nicht vorbei. Die Münchner jetzt sogar mit Zauberfußball. Toll kombiniert der eingewechselte Kevin Gurden mit dem 6:0. Dieser Treffer fast schon zu schön für die dritte Liga. Eine schwere Klatsche für die Breisgauer. Heute war von den Aufsteigern München nichts zu holen. Boah, bin sprachlos. Wir haben uns so viel vorgenommen. Wir haben auf alle Ebenen heute einfach versagt. Jetzt gilt es, das alles aufzuarbeiten und so schnell wie möglich den Mund abwischen und die nächsten Spiele angehen. Also so können wir uns nicht präsentieren in der dritten Liga. Von vorne bis hinten war das einfach nur schlecht. Die Freiburger frustriert, die Löwen und ihre Wampe von Giesing können sich feiern lassen.